Herzlich willkommen zu Sport und Abenteuer. Mit diesem Video möchte ich euch kurz und knapp über die wichtigsten Kauftipps zum Thema Campingmatratze informieren. Doch bevor wir starten, schaut einmal unterhalb des Videos unter www.sport-und-abenteuer.de, denn dort bekommt ihr noch viele weitere wichtige, interessante Kaufinformationen und Produkttipps. Und wir starten direkt mit Kauftipp Nummer 1. Achtet auf die richtige Größe. Also zunächst erstmal die Länge, natürlich auch die Breite, aber eventuell auch für ein oder sogar zwei Personen. Auch das ist möglich. Vorher einfach mal prüfen, denn je größer natürlich die Matratze, desto mehr Platz nimmt sie unter Umständen nachher im Zelt weg. Tipp Nummer 2, achtet darauf, dass sie klappbar ist. Auch das ist ganz wichtig, dass man nachher nicht zu viel Stauraum verliert. Also einteilig oder sogar zweiteilig klappbar, dass ich es auf einem vernünftigen Packmaß nachher habe, bequem ins Auto, in Camper, in Bus oder wohin auch immer reinpacken kann und sie wenig Volumen dadurch wegnimmt. Tipp Nummer 3, achtet auf das richtige Material. Mikrofaser oder Polyester, also das Außenmaterial. Mikrofaser ist natürlich der Haut gegenüber deutlich angenehmer und unempfindlicher. Polyester meistens immer ein bisschen rauer, nicht ganz so schön, ist aber auch immer eine Frage des Preises. Polyester deutlich günstiger, Mikrofaser doch schon deutlich teurer. Tipp Nummer 4, achtet auf die richtige Polsterung. Also eine normale Schaumstofffüllung oder ein Verbundkaltschaum. Auch das ist immer die Frage, was wieder so ein bisschen die Preisspanne ist, wo meine Obergrenze ist. Verbundschaum hat einfach deutlich mehr Kosten. Ein klassischer Schaumstoff, naja, der liegt meistens immer deutlich drunter vom Preis her. Persönliche Empfehlung, es handelt sich ja wirklich nur um ein kurzfristiges Camping, also vielleicht um ein, zwei oder drei Wochen, da reicht doch mal ein Schaumstoff. Wenn es aber länger weggeht, wäre die andere Alternative sicherlich sinnvoller. Und Tipp Nummer 5, achte darauf, dass der Bezug auch waschbar ist. Also zum einen, dass ihr natürlich den Bezug abnehmen könnt und dass er auch waschbar ist, denn eine Matratze verdreckt dann doch mal nach und nach. Beziehungsweise, wenn ihr es nicht einzeln abnehmen könnt, dann muss man sehen, wie weit man dann auch das Material oder den entsprechenden Überzug auch gut mit einem feuchten Lappen oder Schwamm auch gut reinigen kann. Weitere Informationen bekommt ihr unter www.sport-und-abenteuer.de. Besucht uns bitte auf unserem YouTube-Kanal unter Sport und Abenteuer. Abonniert uns und schaut euch da noch viele weitere interessante Kaufratgeber-Videos an. Rund um Sport, rund um Freizeit, rund ums Camping und vieles, vieles mehr. Und jetzt wünsche ich euch mit eurer Campingmatratze viel Spaß. Wir hoffen, das heutige Video hat Ihnen gefallen. Zum Abonnieren des Kanals klicken Sie hier. Für weitere interessante Videos klicken Sie hier.